Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2 mit den Gruftkönigin, mit König Kakalek vor der Schlacht gegen Kommandant Skrolk. Der ist schon Stufe 9, das ist ein böser Zauberer, da kann es uns wieder nerven mit irgendwelchen komischen Clanratten, die erscheinen. Allerdings müssen wir bedenken, der Feind ist in der Marschformation, wird dementsprechend müde sein und kann eine Gefechtseinleitung nicht schaden. Wird die Armee angegriffen, kann sie sich nicht mehr zurückziehen, verliert die Armee den Kampf, wird sie ausgelöscht. Das heißt, die Möglichkeiten oder der mögliche Gewinn, wenn wir diese Schlacht tatsächlich halbwegs gut schlagen, ist ziemlich groß, weil dann verlieren sie eine große Armee und wir haben vorerst ein bisschen Ruhe vor denen. Allerdings haben wir ja gesehen, die haben 18 Provinzen, glaube ich. Das bedeutet, die können so viele Armeen irgendwo haben. Das heißt, wir haben jetzt eine ausgeschaltet, wir schalten jetzt noch eine aus, eventuell. Gucken uns vorher nochmal die Schlachtkarte an. Potenziell auch eine ganz okaye Schlachtkarte. Wir werden wieder unsere Greifen, unsere Geier dazu nötigen, das komische Katapult auszuschalten. Allerdings werden wir ein, zwei Hits von denen fressen müssen. Das ganz schön wehtun könnte bei der Stufe. Das ist wahrscheinlich Stufe 4 oder 5 ist das. Oder sogar noch höher, 7. Ich weiß es gar nicht. Sie stehen da hinten auf dem Hügel. Ich bin davon überzeugt, dass wir sie angreifen müssen, weil wir haben sie ja angegriffen. Dennoch für den Fall der Fälle, dass wir sie nicht angreifen müssen, stelle ich mich mal hier hinten hin. Und denke mir dann einfach so, so easy, Digga, ist so easy. Wir müssen sie tatsächlich angreifen. Eieiei. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen marschieren müssen. Mit unserer Armee. Also erstmal nicht marschieren, weil sie werden uns jetzt hier erstmal diesen Kack an die Beine binden. Shameful display! Oh, der Feind marschiert. Halt! Jungs, wir können uns wieder anders positionieren. Los, Rückwärtsgang einlegen. Der Feind kommt uns entgegen. Eigentlich hier in dem Wald verstecken mit den Geiern. Weiß das gar nicht. Schauen wir mal.
Ich würde gerne mich das komische Katapult nerven. Und ich weiß gar nicht, wie oft sie diese komischen Katapulte... nicht Katapulte, diese komischen Ratten da beschwören können. Ob sie die dreimal beschwören können, weil sonst hätten sie... Die hätten das doch schon dreimal gemacht eigentlich jetzt. Wir hätten doch entgegenmarschieren können eigentlich. Wir müssen immer bedenken, dass der Feind nur auf sehr müde schon startet. Von daher eigentlich einen großen Vorteil für uns darbietet. Katapult ist, weiß ich noch nicht, ob das schon in Reichweite ist. Sehen wir dessen Reichweite? Nee, das ist noch nicht in Reichweite. Grüne Ausrufezeichen, was bedeuten denn die grünen Ausrufezeichen? Niedrige Bedrohung steht da. Die wiederum sind eine hohe Bedrohung, die auf der Seite ebenfalls. Die Steinschleuderer der Seuchenmönche. Oh, ich habe ja eine Einheit vergessen. Die kann hier hinten als Backup stehen. Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert bei der Sache, weil ich sehr gerne hätte, dass diese Schlacht für zu unseren Gunsten ausgeht. Oh shit. So, Pause. Ich brauche jetzt schon Päuschen. Junge, Junge. So, wir greifen mit den Dings da hinten an. Hier, diese komischen Seuchenmönche sind gefährlich. Und die Seuchensteinschleuderer der Seuchenmönche. Das sind... Und die Schleuderer sind ebenfalls nicht so geil. Ansonsten sind das alles Standardeinheiten, die wir hoffentlich wegknüppeln, sonst haben wir ein Problem. Jo, geil, da haben sie mich gut getroffen mit dem Ding. Komische Katapult bewegt sich halt immer weiter. Kleines Päuschen hier einmal kurz.
solche Mönche kriegen aufs Maul. Das Katapult. Zum Medium aufs Maul. Ist hoffentlich gleich gebrochen. Das wäre geil. Oh, nochmal Päuschen. Jawohl, das Katapult zieht sich zurück. Einheiten kriegen halt hart aufs Maul. So, Einheit wurde ausgelöscht. So, die Seuchenmönche. Die drücken halt ordentlich Schaden raus, obwohl wir ja eigentlich besser sein müssten, theoretisch, was die Ausdauer angeht. Was die Moral angeht, sind die halt deutlich stärker dabei. Was? Wir haben unseren General verloren? Wie jetzt das denn, Alter? Wie das denn jetzt? Oh no. Also ich guck eben kurz nach. Da ist er noch gut drauf. Guck ein zweites Mal nach. Ist er tot? Sieg! Hat doch deutlich heftiger reingehauen letztendlich, als ich dachte oder erwartet hatte. Jetzt können wir den Leuten noch ein paar Kills mit reingeben. Ich hab die sterben langsam dahin. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, so wirklich viel kriegen wir jetzt auch nicht mehr raus aus den Feinden. Glaube ich zumindest, aber eigentlich müsste die Armee ja komplett zerstört sein. Wenn sie verliert, dann vernichten wir sie ja zeitgleich. Gut, Gefecht beenden, knapper Sieg, stimme ich vollkommen mit überein. Das war jetzt wirklich nicht so eine geile Aktion. Sie so weit runter geknüppelt, dass wir theoretisch jetzt eine gleich starke Armee hätten.
wenn es jetzt noch zu einer weiteren Schlacht käme. Aber eigentlich müssten sie ja tot sein. Theoretisch. Mal sehen, vielleicht haben sie auch wieder eine tolle Fähigkeit, die das verhindert. Das einzige Problem, das wir jetzt haben, ist halt, dass der Feind nicht zerstört wird. So eine Scheiße. Und dass wir König Kakaesch, nee, Kakalech verloren haben. Release them. Oh ne, wir haben die Armee vernichtet. Einen neuen Sparotzer. Und uns auf drauf. Address me as your highness. Prepare the crypt. So, Schlachtberichte. Schlacht von der Staubtor. Ah. Ein knapper Sieg wurde von der Armee von König Kakalech bei der Schlacht gegen die Streitkräfte Kommandant Scroll von solchen Clan in der Schlacht von der Staubtor errungen. Entscheidender Sieg wurde errungen. Asap smiles on us. Now we go. Währenddessen marschieren wir mit Königin Kalida gegen den solchen Clan und haben damit mehr Glück, weil wir da nicht so viel Gegenwehr haben. Wunderbar. Wir setzen diese Stadt. Fürst Ojas. Königin Kalida. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal unsere Verluste-Verstärkungsrate erhöhen bei ihr. So, marschieren mit unserem Typen hier mal nach unten, damit wir dort wenig mehr machen können. Meine Güte, Jungs, das war jetzt gerade eine... Eine nicht so schlechte Aktion hier gerade alles. Bin ein wenig erstaunt, dass wir jetzt gerade so viel weggeklatscht haben. Und habe Angst vor dem Echo, was da jetzt auf uns zukommt. Denn da wird ein Echo auf uns zukommen. Da seid euch mal sicher. Da kriegen wir noch genug aufs Maul jetzt für. Uns da nicht schnell ausbauen. Hier, das gehört wahrscheinlich alles dem Seuchenclan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10, vielleicht eher 11, 12, 13. Oder warte mal, welche hatten wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Wie viele Gegner hat der noch? 18 Siedlungen. Ach so, völlig in Ordnung. 10 Stück. Verschlechtert sich. Schade. Ich meine, die freuen sich alle dadurch, dass wir diesen komischen Clan aufs Maul hauen. Eigentlich müssten wir auch noch hier rübersetzen
in der nächsten Runde und die Stadt wegmachen, damit wir zumindest, was das angeht, Ruhe haben. Vorerst. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir von hier nicht aufs Maul bekommen, weil das ist, glaube ich, der nächste große, wichtige Punkt, der uns da stören wird auf Zukunft, auf zukünftige Sicht. Uiuiui. Jungs, Jungs, Jungs. Noch so eine Schlacht überlebe ich, glaube ich, in dieser Aufnahmesession nicht, weil sonst bin ich hier wirklich bald kaputt, was das angeht. Das waren jetzt viele Sachen hintereinander weg. Huch. Junge, Junge, Junge. Und die anderen Völker sind jetzt auch irgendwie nicht so darauf bewusst, dass sie irgendwie die vielleicht mal hauen können oder so, weil das machen sie nicht. Die hauen die einfach nicht. Die warten und warten und warten. Etwas stimmt nicht, o Königin von Lybaras. Warum erwacht der mächtige Giftstab nicht in euren Händen? Asaf ist eure Göttin, meine Herren. Und ihr müsst ihren Willen deuten. Auf Königin. Aufgabe erteilt, Hochkönigin Kalida. Errichtet ein von jedem Folge Heilstätte des Todes. Der Segen der Vipergöttin Asaf ist in letzter Zeit dahingeschwunden. Das göttliche Gift in Kalidas Adern fließt träge dahin. Und ihr Giftstab wirkt bar des Zorns der Göttin. Und ihr Giftstab wirkt bar des... Keine Ahnung, was das bedeutet. Da ihr das große Sorge bereitet, ruft sie ihre Priesterin zusammen, um sie um Rat zu ersuchen. Nach langer Beratung schlagen sie ein Ritual vor, das die Vipergöttin beschwören und ihren Segen ein weiteres Mal erwecken soll. Die Anrufungen können jedoch nicht ohne angemessene Ehren durchgeführt werden. Als passende Bühne für die Zeremonie muss die alte Pracht des Tempels der Asaf wiederhergestellt werden. Servants. Schlacht von das Staubtor, ja. So, was bauen wir hier vielleicht noch? Was jutet? Vielleicht tatsächlich gar nicht mal so blöd, hier noch Garnisonsmöglichkeiten aufzustellen, damit wir das Staubtor länger halten, als wir das machen können. Ich weiß es halt nicht. Oder gehen wir auf Long-Term und versuchen... Ne, wir bauen mal was in die Richtung. Asap commands. Focus. Plus 11, warum kriegen die hier plus 11? Achso, wegen der ganzen Gesamtsituation dort kriegen die plus 11. Finde ich schön. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Bin gerade nicht so gut drauf. So, an sich bin ich schon ganz okay drauf, aber ich traue dem Ganzen hier nicht. My Dynasty. Können halt auch ganz, ganz viel Kanopenkrüge zusammensparen und ganz viel Gold. Dann können wir noch eine Armee holen. Aber das macht keinen Sinn, glaube ich. Oh, die sind nicht davon betroffen, dass hier diese Stufen ausgebaut werden. Interessant. Höchst interessant. Ja,
Geistern von Quapf. Bauen wir uns mal kurz. Und geben das Teil. Huch. Aha, aha, die Scherbe der dunkelsten Nacht. Passive Wege. Effekte minus 22 Magieresistenz um sich herum. Oh, interessant. Dann geben wir ihm den komischen Reißzahn noch. Kann er noch sich irgendeinen Berater mitnehmen? Fähigkeit, Präzision des Falken. Kriegt auch noch den Herold von Khemri. Diszipliniert, Führerschaft und sowas alles. Sehr gut. Der sieht auch ganz cool aus. Der Oftos. Der Oftos, als man denkt, irgendwo rumläuft. No. Mein Freund, pass mal gut auf hier, ne? Pass gut auf, was du sagst. Gehen wir noch eine Runde weiter und dann beende ich den Part auch wieder. Das sollte es dann auch gewesen sein. Mal sehen, was so passiert. Der Seuchenclan macht was. Nicht viel, okay, gut. Sehr schön. Dann freut mich. Vorerst. So. Sind hier irgendwelche Leute aufgeploppt? Sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Artefakt wie auf dem Wasser. Aber irgendwie auch nicht. Katakomben des Herrschers. Welches Gebäude sollten wir jetzt nochmal für diesen komischen Giftstab bauen? So eine Opferstätte. Skorpionennest. Königliche Grabkammer, war das das? Ich weiß das gar nicht. Flotten. Königliche Grabkammern könnten das gewesen sein. Oder dürften das gewesen sein? Oder eine Gruftstadt, Nekropole? Nee. Wo sind die Aufgaben? Heilstätte des Todes. Heilstätte des Todes, hier ist das. Davon müssen wir nur ein so ein Ding bauen. Easy, das klingt ja nicht so schwierig. So. Einkommen. Erhöhte das Einkommen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Pro Runde vielleicht oder so? Master of the White Tower. Ist Itza eigentlich im Krieg mit dem solchen Clan? Nein, ist er nicht. Schade. Lord, I will drink fine elven wine from your bones. Ill considered. Abgelehnt, wollen die nicht. Okay. Find my harem. So.
So, gut. Dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part dann auch. Und ich würde euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer wünschen. Würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.